Konnichiwa, minasan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Essvideo hier auf Nihongo. Und heute habe ich etwas für euch mitgebracht, von dem man nicht glauben würde, dass es japanisch ist, was aber dann doch sehr japanisch ist, und zwar das wunderschöne Ding hier. Hier könnt ihr das lesen. Baumkuchen Banane. Ja, ihr habt richtig gelesen und gehört, es handelt sich hier um Baumkuchen Banane mit Bananengeschmack. Wir kennen aus Deutschland Baumkuchen, ne, und der kommt auch aus Deutschland, Baumkuchen, ne, deswegen auf Japanisch heißt es Baumkuchen. Ja, ist im Grunde also ja, von der Aussprache her auch nicht so viel anders, nur ein bisschen japanischer gemacht. Und wir kennen den Japan ja in Deutschland oft mit einem Schokorand. Ja, die Japaner machen das eigentlich gar nicht. Ja, die Japaner machen keinen Schokorand drüber, sondern der wird hier einfach so verkauft. In diesen Größen ungefähr wird er oft verkauft. Es gibt auch Ringe, aber die sind ja schon eher seltener. Sondern im Kombini, im 24-Stunden-Laden, ja, im Kiosk findet man den auch in dieser Größe. Einfach so, manchmal sogar noch ein bisschen kleiner. Und die Japaner lieben Baumkuchen. Hier kann man den das ganze Jahr über kaufen. In Deutschland ist ja eher so zu Weihnachten. Hier kann man den das ganze Jahr über kaufen in den verschiedensten Sorten. Ich habe jetzt Banane mitgebracht, weil Banane sehr lecker ist. Es gibt den aber auch in Matcha, in was weiß ich nicht alles. Wahrscheinlich Berry gibt es auch noch irgendwo, Blueberry oder sowas. Habe ich bisher noch nicht gefunden, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass es gibt. Oder in Zitrone. Also es gibt da wirklich die verschiedensten Sorten. Und Japaner lieben den Baumkuchen einfach. Man muss sagen, Baumkuchen kommt aus Deutschland und deutscher Baumkuchen ist auch schon geil. Wir machen es mal auf. Aber der japanische Baumkuchen ist, wie soll man sagen, er ist ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen. Dadurch, dass die Japaner den Baumkuchen so lieben, ich meine, die haben ihn ein bisschen entdeutschisiert und ein bisschen japanisiert. Oh mein Gott, der Geruch ist so bananenhaftig. Wir schauen uns hier an, Struktur her. Von Struktur her sieht es einfach ja, genauso aus wie ein deutscher Baumkuchen, würde ich jetzt mal sagen. Da tut sich nicht wirklich viel. Aber vom Geschmack her tut sich da wirklich eine Menge. Und man muss sagen, der japanische Baumkuchen ist schon auf irgendeine Art und Weise ja, besonders. Und schmeckt auch vielleicht sogar einen Tick besser als der deutsche. So, aber ich würde sagen, ich gebe mir den einfach mal. Sehr gut. Oishi. Oishi, yo. Schmeckt wirklich sehr gut. Und jetzt, keine Ahnung, ich liebe Baumkuchen. Ja? Wenn du dann hier manchmal im Kiosk bist und da liegt so für einen Euro so ein Baumkuchenstück hier rum, dann denkst du dir manchmal, ja, okay, komm, den kannst du mal mitnehmen. Und dann nimmst du ihn mit. Also das hier ist jetzt ein größeres Stück. Ich weiß gar nicht, wie viel hat das gekostet. Das steht ja normalerweise hier drauf. Oder da unten, ne, steht jetzt hier gar nicht drauf. Oder ich finde es jetzt gerade nicht. Also ich schätze mal, das hier hat 1 Euro gekostet oder so, 1,50 Euro oder so. Das ist natürlich auch wie in Deutschland. In Deutschland ist auch relativ teuer Baumkuchen. Ist es in Japan auch nicht so billig, aber schon billiger als in Deutschland. Also so einen kompletten Ring kriegst du in Deutschland, wenn du so einen kompletten Ring, überleg mal, von bei uns jetzt in Düsseldorf, Leihsiefer oder Heinemann holst, bist du, weiß ich, 9 Euro los. Hier kriegst du die gleiche Größe, kriegst du für 2, 3 Euro. Das ist schon viel billiger und vom Geschmack her tut sich da echt nicht viel, sondern im Gegenteil, der japanische ist in vielen Fällen sogar noch ein Tick besser, finde ich, als der deutsche. Also insofern, Baumkuchen, etwas, was man denkt, ja okay, das kommt aus Deutschland, wissen die Japaner viele aber auch gar nicht, ja. Denken an Baum, ja, Baumkuchen, ja. Wenn du dann sagst, das ist aus Deutschland, das heißt Baumkuchen, ja, und dann sagst du Kinokeki, ist das auf Japanisch, wenn man das übersetzt, ja, Kuchen vom Baum, dann, oh, ja. Da kann man die Japaner dann auch immer ein bisschen überraschen mit Deutschkenntnissen. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, weil es eben hier in Japan so viele verschiedene Arten von Baumkuchen gibt, die man in Deutschland nicht kriegt. Deswegen, falls ihr in Japan seid und Baumkuchen seht, probiert ihn ruhig mal. Ja, denkt euch nicht, ach, Baumkuchen habe ich auch in Deutschland. Es ist was anderes, ja. Auch wenn es das gleiche scheint, die Japaner machen ein eigenes Produkt, eine eigene Marke daraus. Und das macht es dann zu was Besonderem, was man auf jeden Fall mal probieren sollte. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues vorstellen. Und ja, ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwas Bestimmtes vorstelle vom Essen her oder von der japanischen Kultur, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!